Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute wollen wir mal über zwei verschiedene Themen sprechen. Das Hauptthema ist wohl die Reprint-Problematik. Ich denke mal, da sollten wir mal ein bisschen drüber quatschen, was die Vor- und die Nachteile des Ganzen sind und wie die unterschiedlichen Standpunkte aussehen. Und dann haben wir noch ein kleines Nebenthema, und zwar, wie gerne bei Einkäufen bzw. bei Verkäufen beschissen wird, und zwar durch weiße Hüllen. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu dieser weiteren neuen Folge Sammelkartencheck. Ich habe hier mal wieder ein schönes Panorama aufgebaut, wenn man so möchte, bestehend aus ein paar kleinen Ghost Rares, da ist wieder Staub drauf, sehr schön. Und wir wollen heute ein bisschen plaudern. Es gibt dementsprechend nicht viel zu sehen, dementsprechend auch hier vielleicht mal ein bisschen was zu gucken. Dann müsst ihr nicht irgendwie die ganze Zeit die Matte sehen oder so. Und wir haben zwei Themen. Und ich würde auch gerne mit dem Hauptthema anfangen, und zwar ist das die Reprint-Problematik. Es ist deshalb eine Problematik, weil es unterschiedliche Standpunkte zu gibt und man irgendwie beide verstehen kann, aber das Ganze auch irgendwie gar nicht so gut ist für den einen oder anderen. Es ist einfach eine Sache, die ja sehr der subjektiven Wahrnehmung entspricht, und dementsprechend möchte ich da erstmal versuchen, relativ sachlich darüber zu sprechen, bevor ich dann zu meiner subjektiven Wahrnehmung, also quasi zu meiner Meinung komme. Es ist so, dass Konami häufig Karten reprintet, die entweder am Anfang, als sie rauskamen, sehr short-printed waren oder die eben extrem spielbar sind. Gerne werden auch alte Klassiker gereprintet, um halt die alten Hasen in Anführungszeichen wieder an Bord zu holen. So, Sinn der Sache ist natürlich, dass die Produkte gut verkauft werden. Ich habe wieder auf meine Karte gespuckt, ich bin ein Held. Und dass die Produkte eben durch die Reprints eben guter oder alter Karten wieder an Relevanz gewinnen. Dass sie Leute sagen, boah, das müssen wir haben. Konami setzt also quasi häufig eher auf Altbewährtes, statt nach vorne zu gehen. Manchmal treten sie auch sehr auf der Stelle. Speziell wenn es um das Thema die alten Hasen wieder an Bord zu holen geht, merkt man das. Es gibt immer wieder diese typischen Yu-Gi-Oh! Und Kaiba-Produkte. Offensichtlich sind das die einzig beiden relevanten Charaktere der alten Zeit. Ich fände es zum Beispiel mal schön, wenn was von Marik kommt oder von Pegasus, aber es ist immer in der Regel Yugi und Kaiba. Wir hatten, glaube ich, zweimal eine Yugi und eine Kaiba Tin. Dann hatten wir die Legendary Collection Kaiba, Yugi Reprints von den beiden Duelist Packs mit diesen Structure Decks oder diesen Starter Decks, wie auch immer. Und das ist natürlich relativ einseitig. Als Promos werden dann auch gerne so Sachen wie Dark Magician oder der Blue Eyes in die weite Welt geworfen und der Markt dementsprechend überflutet. So, Fakt ist zum Beispiel, dass wir mittlerweile von Blue Eyes über 50 verschiedene Prints haben in vielen, vielen unterschiedlichen Sets. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Artworks, ist ja klar, ist ja nicht nur eins, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich so eine Sache für sich. Denn, und das ist der eine Punkt, es schmälert einfach den Wert der Originale, jetzt nicht aller Originale. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel mal den LOB Blue Eyes anschaut, in First oder so, oder auch den DDS Blue Eyes, oder auch so diese ganzen Jump-Sachen, wohlgemerkt die Jumps im alternativen Artwork, es gibt ja auch den mit aus der Jump mit der Weltkugel hinten dran, der ist gesunken dadurch. Die werden davon jetzt nicht so wirklich tangiert. Auch der SDK-Print steigt immer mehr, auch die Unlimitierten gehen mittlerweile weit ins Zweistellige. Aber die ganzen anderen Prints, zum Beispiel Forbidden Legacy oder BPTs, die haben doch sehr unter diesen Reprints gelitten. Und speziell auch diese ganzen Dark Magician Reprints, diese Originalen. Es gibt natürlich auch den aus dem Starter Deck Yugi, der als First relativ relevant ist, aber der Unlimitierte zum Beispiel, der stagniert natürlich in seiner Preissteigerung aufgrund dieser Tatsache. So viel mal zu der Thematik. Und natürlich, wenn man dann auch mal rüberschwenkt zu den ganzen spielbaren Karten, da sind die Beweggründe natürlich klar. Es gibt gewisse Karten, die sind halt einfach relativ relevant. Konami beobachtet natürlich auch den Sekundärmarkt und die sehen dann, okay, die Karte
oder diese Karten, dieser Kartenpool, der wird halt relativ häufig gekauft. Da ist Nachfrage, da besteht eine große Nachfrage und dann entwickeln die dementsprechend Produkte, wo die diese Karten wieder reinwerfen. Einfach damit halt auch zum einen die Ware gekauft wird und zum anderen damit zum Beispiel halt auch Spieler, die sich vielleicht nicht allzu viel leisten können, zum Beispiel, keine Ahnung, bei Ash Blossom, den Originalprinter ging ja weit in die 40, 50, 70 Euro rein, dass die sich den eben dann doch irgendwie leisten können, sage ich mal. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Natürlich zum einen für die ganzen Spieler, die sich das möglicherweise nicht leisten können. Zum anderen natürlich auch aus der Sicht von Konami. Das ist ja eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, ja, eine strategische Entscheidung, die natürlich auch gut ist, weil diese Produkte kommen auch gut an. Ich sag nur Dual Power, ich sag nur Duelist Devastator. Die Box wurde gekauft ohne Ende. Das sind wirklich alles so Sachen, wo man sagen muss, ja, das sind Produkte oder auch die TIN 2019 war meiner Meinung nach tatsächlich eines der besten Produkte des Jahres letztes Jahr oder das beste Produkt des Jahres. Und auch da waren natürlich viele Reprints drin. Eigentlich nur. Und ja, diese Produkte verkaufen sich aufgrund ihrer Relevanz dann natürlich, aufgrund der Relevanz der Karten darin. So viel mal zu der ganzen Thematik. Und jetzt gibt es natürlich zwei Ansichten. Es gibt zwei Standpunkte. Es gibt zum einen die Spieler. Die Spieler interessieren sich nicht für den Wert. Denen ist das vollkommen egal, wie viel eine Karte wert ist. Wichtig ist, sie müssen sie sich leisten können. Amen. So, und sie muss halt spielbar sein. Das ist eine relativ einfache Sichtweise, sage ich mal. Natürlich auch eine relativ egoistische Sichtweise, sage ich mal. Wobei man fairerweise sagen muss, beide Parteien, sage ich mal, also die Sammler sowie die Spieler betrachten das Ganze aus ihrer eigenen Sicht und würden gerne das Ganze aus ihrer eigenen Sicht umgesetzt bekommen, was von beiden Seiten eigentlich relativ egoistisch ist. So, aber im Prinzip, die sagen, ja, ich kann mir die Karte nicht leisten, deswegen muss es ein Reprint geben. Scheiß auf die Sammler, die da rein investiert haben. Und halt, jetzt keine Ahnung, von der 70-Euro-Karte haben sie jetzt noch 10 übrig dann am Ende. Das ist denen egal, das ist denen wurscht. Nach mir die Sinnflut. Natürlich ist das mit den Sammlern auch so. Die sagen sich, warum denn die ganzen Reprints? Das ist auch so eine Sache, die ich mir immer, die ich auch gerne so formuliere. Wenn sich ein Spieler einfach die Karte nicht leisten kann, dann soll er halt kein Meta zocken, sondern Casual. Ende. So, ist auch eine relativ egoistische Aussage, klar, weil es da leider sehr, sehr schlecht möglich ist, einen wirklich guten Kompromiss zu finden. So, also aus der Sicht der Spieler natürlich nachvollziehbar, dass die ihre Reprints haben wollen. Viele der Spieler sind Studenten, Azubis, Schüler, die können sich das einfach nicht leisten. Die haben einfach nicht die Patte, hier, keine Ahnung, für so ein Phantasmai über 100 Euro zu bezahlen, das Stück. Das geht einfach nicht. So, zumal speziell, zumindest früher, jetzt ja nicht mehr, aber früher waren halt viele dieser Karten Shortprint. Zum Beispiel auch hier, wie hieß denn diese Fallenkarte nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. War so eine Cyber Dragon Support Karte, glaube ich. Auch die war extrem Shortprint. Da ist es aus dem Case, sind glaube ich 2 Stück rausgekommen oder so. Und Infinity Impermanence oder irgendwie so. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls haben wir jetzt aber auch so die Sicht der Sammler. Und das ist natürlich auch meine eigene Sicht, denn ich habe mit dem Spielen an sich nichts am Hut. Ich bin einfach Sammler. Und ich investiere sehr, 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 sehr viel Geld in diese Karten. Natürlich nicht nur viel, es gibt natürlich auch günstige Karten, die ich kaufe, ist ja vollkommen klar. Aber ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich hab das Beispiel schon mal angewandt, auf dem tödlichen Virusdrachen beispielsweise aus Dragons of Legends und Secret Rare, was jetzt, glaube ich, keine wirklich spielerisch relevante Karte ist oder war, aber halt einfach Nostalgie und sie war recht selten aus ihrem Originalset und ging deswegen 30 Euro das Stück. So, jetzt habe ich mir halt wirklich 9 Stück davon rangeholt für 30 Euro. Und dann folgten die Reprints. Wir hatten dann den Reprints in Dragons of Legends 3 in Ultra Rare. Und dann folgte, glaube ich, noch einer als Common in einem dieser Legendary Decks. Und schon sank der Wert des Originals, für das ich pro Stück wohlgemerkt 30 Euro bezahlt habe, auf 2 Euro das Stück.
Und das ist halt einfach ein immenser Verlust. Und genauso, beziehungsweise das Gleiche gilt halt auch einfach für viele andere Karten. Vor allen Dingen für diese ganzen Handtraps. Ich meine, welches Trauerspiel war das denn mit dieser Winterkirschblüte? Die kam in Shining Victories raus, dann wurde sie nochmal in den Megapacks gereprintet, dann bekam sie nochmal einen Print im Adventskalender, dann bekam sie nochmal einen Print in Dual Power, dann nochmal einen in den Legendary Collections, dann nochmal einen in Duelist Devastator, allerdings mit einem anderen Artwork, versteht sich. Und das ist einfach zu viel. Es ist, das muss man einfach sagen aus der Sicht eines Sammlers, es ist zu viel. Es ruiniert die Preise. Ja, man setzt dadurch nachträglich so viel Geld in den Sand, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und es ist mittlerweile wirklich relativ schwer darauf zu spekulieren, welche Karten später mal einen immensen oder einen höheren Wert erreichen werden. Früher war das ein bisschen einfacher, mittlerweile ist das leider nicht mehr der Fall. Man kann halt sagen, okay, OTS Ultimate Rares oder Ultimate Rares im Allgemeinen werden natürlich steigen, Ghost Rares, weil es sie halt nicht mehr gibt. Klar, die Starlight Rares genauso, weil da gibt es ja keinen Reprint von. Aber so was diese ganz normalen Secrets, Ultras und so weiter angeht, da ist man sich mittlerweile einfach nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und es ist mittlerweile einfach wie mit Aktien. Man kann halt richtig hart auf die Fresse fallen damit. Das heißt im Prinzip, um beide Parteien zufriedenzustellen, und das wäre wichtig, denn es gibt zwischen beiden Parteien, speziell in irgendwelchen Communities, Facebook oder WhatsApp-Gruppen, immer mal wieder Streit wegen der Thematik, weil das Ganze einfach so sehr subjektiv wahrgenommen wird, dass eine sachliche Diskussion kaum noch möglich ist. Deswegen wäre es ja wirklich immens wichtig, dass da vielleicht irgendwann mal so eine Art Kompromiss, sage ich jetzt mal, entsteht, dass man eine Regelung einführt, die beide Parteien zufriedenstellt. Natürlich wird das meiner Meinung nach niemals passieren, aber es wäre meiner Meinung nach auch bitter nötig. Denn warum soll immer eine Seite zufriedengestellt werden, wenn man halt auch beide Seiten zumindest zu einem Teil zufriedenstellen kann? Kompromiss bedeutet ja, dass beide auf der einen Seite irgendwo zufrieden sind, auf der anderen Seite aber auch auf etwas verzichten müssen. Und ja, zunächst einmal, mein Vorschlag wäre, ihr könnt auch gerne mal alternative Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ja? Mein Vorschlag wäre folgendermaßen, dass wir uns so ein bisschen an Magic orientieren. Es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es bei Magic eine sogenannte Blacklist, wo Karten draufstehen, bei denen es definitiv niemals ein Reprint geben wird. So, das müssen nicht mal spielerisch relevante Karten sein. Im Nachgang, 10, 15 Jahre nachdem ein Set rausgekommen ist, werden auch viele Karten tatsächlich teuer, die absolut nicht spielbar sind. Einfach, weil sie für Sammler relevant werden. Weil die Karte lange Zeit nicht mehr gesehen worden ist. Es gibt Karten, speziell aus der 5Ds und aus der GX-Ära, die halt unglaublich selten im Prinzip sind. Das sind speziell diese ganzen underrated und vergessenen Secret Rares, die es da so gibt. Ja, Zungenbrecher zum Beispiel. Es gibt viele Leute, die kennen die Karte gar nicht, aus Gladiators Assault. Ich hatte mir die ja mal vor einer Weile bei Rising Timers Playset gegönnt, einen First, 2 unlimitiert. Ging, glaube ich, auch nur 12 Euro das Stück oder so. Das ist eine Karte, die findest du fast nirgends. Ich schaue mir oft Sammlungen an. Ich gucke eigentlich täglich auf eBay Kleinanzeigen, Spock. Ich gucke immer mal wieder Sammlungen von Abonnenten durch, die sie mir anbieten und so weiter. Und seit in sieben Jahren, Leute, habe ich diese Karte nicht ein einziges Mal in einer Sammlung gesehen. Weder in einer, die ich auf YouTube angeguckt habe, weder in einer, die mir angeboten wurde, weder in irgendeiner Art und Weise auf eBay oder sonst wo. Ja, die einzige Plattform, wo man diese Karten halt tatsächlich kriegt, ist natürlich Card Market. Da ist das so ziemlich alles gelistet, klar, aber auch halt dann nur so, wenn man wirklich speziell danach sucht. Ja, aber so in der Regel findest du diese Karten nicht. Die sind wie vom Erdboden verschluckt. Und da gibt es halt speziell aus der 5Ds und aus der GX und aus der 5Ds-Ära gibt es halt unglaublich viele dieser Karten, die natürlich im Nachgang auch irgendwann teurer werden. Mittlerweile kosten sie so immer so 2, 3, mal 5, mal 10 Euro. Das ist noch relativ bezahlbar, aber Leute, die Zeit wird kommen und da werden diese Karten verdammt relevant werden, denn die meisten davon, abgesehen von einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Kaktus-Türsteher, haben noch nie da einen Reprint gesehen. Noch nie. Und werden wahrscheinlich auch keinen sehen, weil sie halt einfach nicht auf dem Schirm von Konami stehen. Es sei denn, sie werden natürlich irgendwann spielerisch relevant, was das Todesurteil wäre, weil dann folgen Reprints. Und so könnte man das natürlich auch gestalten, dass es einfach ein paar Karten gibt, so ein paar Secrets, die vielleicht gar nicht so spielerisch relevant sind, die man dann einfach auf diese Blacklist setzt oder vielleicht mal von diesen Metakarten, die pro Set rauskommen, eine auf diese Liste setzt und die wird garantiert, bis Konami ins Gras beißt, auf gut Deutsch, nicht mehr gereprintet. Das würde den Preis natürlich im Laufe der Zeit, gepaart mit der höheren Nachfrage, in die Höhe treiben. Sammler könnten investieren, ohne Angst haben zu müssen, dass
eine Karte, in die sie investiert haben, irgendwann dermaßen abstürzt, dass sie quasi mit dem Ofenrohr ins Gebirge gucken. Und ja, auf der einen Seite müssen dann die Spieler natürlich darauf verzichten, die sich das nicht leisten können, diese Karte zu spielen. Das wäre dann so. Im Gegenzug gibt es dann eben die anderen Karten, die nicht auf dieser Liste stehen, die dann natürlich nach Herzenslust gereprintet werden könnten. Ja, die natürlich dann natürlich ebenfalls meta-relevant sein müssten. Es geht hier tatsächlich dann natürlich auch um spielbare Karten, klar. Oder vielleicht auch Karten, die einfach einen alternativen Effekt haben. Oder man bringt eine Karte in einem alternativen Artwork raus und reprintet dann die. Also eine von denen, die auf der Blacklist steht. Ja, nehmen wir es mal an, der Rosendrache steht auf der Blacklist. In dem Artwork, dann kann man vielleicht ein anderes Artwork rausbringen. Ein alternatives, das dann nicht auf dieser Blacklist steht. Ist vielleicht ein bisschen schwierig umzusetzen, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, beide Parteien zumindest zu einem gewissen Punkt zufriedenzustellen, wie ich finde. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist zum Beispiel eine Karte zwar zu reprinten, aber halt nicht mehr als zweimal. Ich würde sagen, die Karte kommt im Originalset, dann kommt die Karte nochmal im Megapack als unlimitierte Variante oder halt auch vielleicht dann noch in der Special Edition. Oder belassen wir es nur bei der Special Edition und verzichten auf den Megapack Reprint. Und dann nochmal in irgendeinem anderen Set, wie zum Beispiel Battles of Legends in Ultra Rare, also quasi in einer anderen Rarität. Dann ist aber gut. Das wäre eine Möglichkeit, die Reprints zwar zu gestatten, aber sie auf gar keinen Fall ausarten zu lassen, sodass zumindest diese Prints die Möglichkeit haben, im Laufe der Jahre ein bisschen an Wert zu gewinnen. Was haltet ihr davon? Was wären eure Ideen? Habt ihr andere Möglichkeiten oder andere Ideen, was man da für einen Kompromiss machen könnte? Was haltet ihr im Allgemeinen von der Thematik? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. So, jetzt kommen wir noch zum zweiten Thema, das ich besprechen möchte. Und zwar geht es um Abzocke beim Verkauf von Karten. Ihr alle kennt das vielleicht. Ich kenne es sehr gut von damals. Aus den Fehlern habe ich gelernt. Ihr kauft euch eine Sammlung. In der Sammlung sind viele Karten drin, die gehen so 5 bis 10 Euro. Da gibt es auch gute Fotos von. Man sieht, okay, die Karten befinden sich tatsächlich in einem ausgezeichneten Zustand. Das ist eine super Sache. Und dann gibt es noch die richtigen Eyecatcher. Dann gibt es, keine Ahnung, Odin, Vater der Asen, First. Schwarzer Rosendrache, First. Antike Antriebsgolem, First. Und diese Karten, die befinden sich in so einer Hülle. In einer weißen Perfect Size Hülle oder im Allgemeinen einfach in einer weißen Hülle. Ob matt, glänzend, groß, klein, ist in dem Fall Wurst. Sie ist auf jeden Fall weiß und das ist der ausschlaggebende Punkt. Jetzt kostet die Sammlung natürlich extrem viel. Und in der Regel ist das ein Preis, wo ihr ein bisschen Plus machen würdet. Das sind in der Regel so Sammlungen, die gehen vielleicht 600 Euro und werden für 500 Euro Sofortkauf angeboten. Meistens auf eBay, eBay Kleinanzeigen oder über Facebook. So, dann kauft ihr euch das und freut euch, weil das natürlich die Eyecatcher sind. Das ist der Grund, euch diese Karten, diese Sammlung überhaupt zu kaufen. Dann erhaltet ihr diese Sammlung. Sieht auch auf den ersten Blick alles gut aus. Bis zu dem Moment, wo ihr die teuren Karten mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmt. Und da stellt ihr dann fest, die Karte ist ja gar nicht wie angegeben Nirmend. Nein, die ist ja excellent oder good. Und warum habt ihr das nicht gesehen? Zum einen, weil in Sammlungen die meisten Karten, wie wir es auch hier sehen, präsentiert werden. Das heißt, sie sind etwas weiter vom Bild weg. Und sie sind in dieser weißen Hülle, was leichte bis mittelmäßige Beschädigungen am Rand der Karte sehr, sehr leicht kaschieren kann. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel. Und zwar haben wir hier einen Gungia-Drache der Eisbarriere. Der ist jetzt vom Zustand her, ich würde sagen, gut bis lightly played. Eher lightly played. Ihr seht hier das extreme Silvering hier an den Ecken. Auch hier so einen leichten Knick. Hier sieht er auch nicht mehr so gut aus. Und so würde sich für die Karte niemand interessieren. Und jetzt kommt der kleine Zaubertrick. Wir hüllen den in diese weiße Hülle ein. Und ihr seht, auf den ersten Blick natürlich, wenn man genau hinschaut, vor allen Dingen, wenn die Karte nah dran ist, sieht man es trotzdem. Aber wenn die Karte jetzt zum Beispiel hier liegt, seht ihr die Beschädigung? Ich sehe da keine. Für mich sieht diese Karte niemand aus. Und das ist das Problem. Und viele Leute machen das ganz, ganz bewusst. Es ist tatsächlich so, ich habe mich auch schon mit einigen Verkäufern unterhalten, die damit geprahlt haben, dass man natürlich Leute, die eher dem seichten Ende des Genpools entkrochen sind, auch was ihren Intellekt angeht. Aber die haben offen zugegeben, ja, ich mache das immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine teure Karte habe, die halt ein bisschen beschädigt ist, dann klatsche ich die in so eine Hülle rein und verkaufe die dann halt als Nirmint.
Man kann auch gerne Bilder anfordern, das machen die dann auch. Die fotografieren die Karte dann aber folgendermaßen. Nehmen wir mal an, hier oben ist eine Beschädigung, dann kriegst du ein Foto. Und dieses Foto sieht dann so aus. Also quasi alles, was niemand ist, ist schön zu sehen. Und die obere Ecke, die beschädigt ist, da ist gut Licht drüber. Und viele denken daran natürlich nicht. Die denken sich, okay, sieht ganz gut aus, nehme ich. So, dann kommt die Karte an und ihr denkt euch, what the fuck, was soll denn der Scheiß, da oben ist ja ein Knick drin. Dann schreibt ihr dem Typen und der sagt euch, ja, ich habe dir ein Foto gesendet, passt doch. Ich habe dir ein Foto gesendet, du hast nichts dagegen gehabt, ich habe es dir verkauft, Pech gehabt. So, und dann dürft ihr euch mit dem Typen rumstreiten. Und wenn es sich um wirklich teure Karten handelt, dann könnte man natürlich rechtlich dagegen vorgehen, aber ein Betrug ist eigentlich kaum nachweisbar. Und das ist halt so eine Sache, deswegen, ich sage es auch immer wieder so in meinem privaten Umfeld, wenn euch Karten angeboten werden, ab einem gewissen Preis, die in einer weißen Hülle gezeigt werden, lasst euch die außerhalb der Hülle mit einem guten Kontrast, also mit einem schwarzen oder braunen oder dunklen Kontrast im Hintergrund fotografieren, und zwar vorne und hinten, damit ihr euch sicher sein könnt, dass diese Karte wirklich niemand ist. Dieser Trick funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Beschädigungsgrad. Was das nicht kaschiert sind, zum Beispiel Knicke, die irgendwie auf der Mitte der Karte sind, oder irgendwelche größeren Lackabkratzer, die auf der Mitte der Karte sind, das lässt sich dadurch nicht kaschieren. Und auch wie zum Beispiel hier bei Doikochi, die halt wirklich richtig ramponiert ist, lässt sich das Ganze dadurch nicht kaschieren. Ja, wenn ihr da mal seht, das seht ihr trotzdem auf den ersten Blick, dass da irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Das funktioniert also tatsächlich nur bei, leichten bis mittelmäßigen Beschädigungen. Das heißt, auch wenn ihr damit über den Tisch gezogen werdet, ist das jetzt kein kompletter Verlust, aber es ist nun mal nicht das, für was ihr bezahlt habt, und ihr sitzt im Endeffekt auf einer Karte, die ihr dann nicht gebrauchen könnt und für die ihr viel zu viel bezahlt habt. Auch dazu könnt ihr gerne eure Meinung und vielleicht auch eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Mich würde es freuen. Wir sind jetzt auch am Ende unserer kleinen Reise durch mein ausgeprägtes Vokabular. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.